Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Doppel-Unboxing und zwar habe ich hier die Goodie-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie-Box ist eine Beauty-Abo-Box aus Dänemark, die monatlich erscheint und kostet 19,95 pro Box und auch in dem Sinne ja pro Monat. Und drin enthalten sind immer wundervolle Beauty-Produkte aus aller Welt, die mich echt immer wieder überraschen. Ich habe euch hier oben auch mal den Adventskalender verlinkt, den es aktuell zu kaufen gibt und da habe ich sogar einen Rabattcode für Nicht-Abonnenten in Höhe von 10 Euro, sodass man quasi den Adventskalender zum Abonnentenpreis bekommt. Also gönnt euch hart. Es gibt aktuell eine Aktion bei der Goodiebox. Das heißt, wenn man ein neuer Abonnent ist, dann bekommt man nicht die reguläre Box ab dem 21.09., sondern eine Welcome-Box. Die ist ein bisschen anders vom Inhalt her. Und ich habe einfach beide zugeschickt bekommen. Einmal die September-Box und einmal die Welcome-Box, um einfach mal zu schauen, was da so drin ist. Und da ich das Video jetzt ja heute am 20.09. hochlade, könnt ihr euch dann selber entscheiden, ob ihr heute oder morgen anfangen möchtet, die Box zu abonnieren und dementsprechend dann ja entweder die September-Box oder die Welcome-Box bekommen möchtet. Ne? So, ich weiß nicht, welche ist, muss ich gestehen. Ich habe jetzt hier einmal die türkisfarbene, die passen zu meiner Tunika, Bluse, was auch immer ist. Und die packen wir jetzt als allererstes mal aus. Das ist die Welcome Box. Okay, hier steht auch Welcome to Goodie Box. Finde ich total cool und interessant. Und hier haben wir jetzt alle Produkte drin, die sich dann auch in der Box befinden würden. Mega geil übrigens, dieses Boxendesign, ne? Weil du hast eine Schublade. Ich habe mir daraus ein kleines Regal gebastelt und die stehen auch gefühlt überall bei uns im Haus rum und sind dann wirklich so praktische Aufbewahrungsschublädchen. Also bei uns am Kamin stehen die auch für unser Kamingedönsen hier, für diese ganzen Grillanzünder-Sachen und Feuerzeug und so weiter. Dann liegt das alles nicht so fusselig rum. Hier habe ich das für meine Make-up-Aufbewahrung, beziehungsweise nicht Make-up-Aufbewahrung, für aussortierte Produkte. Was habe ich denn noch da drin? Meine Masken habe ich da drin und meine Full-Face-Beauty-Boxen in Planung, Geschichten und so weiter, ne? Denn ich mache auch immer ein Full-Face-Beauty-Boxen. Ich laber mal wieder so viel am Anfang, typisch. Hier haben wir zuallererst etwas mit dabei. Weihnachten steht vor der Tür und somit klopfen auch wieder die Erwartungen an. Die gesamte Familie einladen, die richtigen Geschenke kaufen, alle Traditionen berücksichtigen. Kein Wunder, dass sich Weihnachten immer weniger wie ein besinnliches Fest anfühlt. Krass, oder? Es ist wirklich so. Aber lass den ganzen Lärm an dir abprallen. Wenn du glücklich bist, bist du genau da, wo du sein sollst. Und wenn du dich nach einer wohlverdienten Pause in der Adventszeit sehnst, dann steht unser Adventskalender bereits in den Startlöchern, um dir 24 sorgenfreie Wohlfühlmomente im Wert von über 450 Euro zu verschaffen. Schließlich ist die Weihnachtszeit etwas Besonderes. Sorg selbst dafür, dass es sich auch so anfühlt. Und damit merken wir jetzt schon direkt den Vibe von der Goodiebox. Runterkommen, Alltagsstress loslassen, sich auf sich selber mal so ein bisschen vertrauen lassen. Geht das? Ich weiß es nicht. Und habe ich euch eben schon eingeblendet. Dann haben wir hier Welcome to Goodie Box, ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Herzlich willkommen. Nein, herzlich willkommen in der Goodie Box Familie. Und ein Hoch auf dich, dass du dir selbst etwas Gutes tust. Happiness ist unsere DNA. Beauty ist unser Antrieb und Female Empowerment und unsere Intention. Wir sind überzeugt davon, dass Glück zunimmt, wenn wir aufhören, uns für uns selbst zu entschuldigen und einfach anfangen zu leben. Wir wollen dich inspirieren, genau so zu sein, wie du bist, genau das zu tun, was du willst, ohne dich dafür zu entschuldigen. Wir wollen, dass du dich von deinen wahren Wünschen leiten lässt und nicht nach den Erwartungen anderer lebst. Wir möchten dich ermutigen, dein Glück zu verfolgen. Wir wollen dich motivieren, Veränderungen zu schaffen, die Veränderung zu sein. Denn wenn es um Glück geht, sollte es keiner Frau jemals leid tun, es einzufordern. Das ist unser Ziel. Mach es doch auch zu deinem. Also es ist schon alles sehr, sehr herzlich, ne? Also die Box an sich, auch dieses Vorwort, was dann immer kommt. Hier haben wir dann auch die einzelnen Produkte mit Informationen und Preisen aufgeführt. Und es ist, ne? Dieser Vibe. Falls du übrigens nur an der September-Box interessiert bist, kannst du weiterhüpfen. Ne? Ich habe hier Timestamps immer unter meinen Videos in der Beschreibung, also hier, ne, unter dem Video drin, kannst du weiterspringen. Als erstes in der Welcome-Box haben wir hier ein Maskenstick von La Rosé. Das ist eine 3-in-1 Regenerating Mask Stick mit weißem Lehm und das ist für sensible Haut mit 75 Millilitern. Dazu gab es auch tatsächlich so eine richtige, keine Ahnung, Hype-Geschichte.
die Goodiebox hat dazu hier auch auf YouTube Werbung gemacht und so weiter. Ne? Das war sehr, sehr interessant. Das war die Frau im Fahrstuhl, muss ich immer wieder dran denken, wenn ich den in den Händen halte. Der soll reparieren, klären und einen Detox-Effekt mit der Haut gestalten. Und das finde ich ganz cool. Das ist das erste Produkt in der Welcome Box. Dann habe ich hier einen Highlighter drin in der Farbe Desert Mirage. Den habe ich gestern erst verwendet, denn der war letztes Jahr auch im Adventskalender drin. Und der ist ein bisschen dunkler. Habe ich den nicht hier neben mir? Wow, erstmal den ganzen Tisch hier verrucken. Den habe ich, wie gesagt, ne, neben mir gehabt, weil ich muss die Sachen noch wegräumen von meinem Schminki von gestern. Der sieht ziemlich dunkel aus, aber auf meiner Haut sah der nicht so dunkel aus. Geil übrigens auch mit dem Spiegel, ne? Kann ich den nämlich swatchen. Und ja, da der jetzt in der Box mit drin ist, kommt der auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen für den Monat September mit rein, ne? Versteht sich von selbst. Also der ist wirklich ein bisschen dunkel für meinen Hauttypen. Aber ich finde den schön. Der ist so richtig Spiegelglanz. Ich finde den schön. Ne? Den mag ich gerne leiden. Also ein schönes Produkt. Und dann haben wir hier noch etwas. Also hier geht es richtig ab. Ne? Es ist Zeit. Und dann hast du hier nochmal so ein bisschen Liebe. Voll krass. Du hast nicht die richtige Größe. Du bist zu klein. Komm herunter. Lächeln nicht vergessen. Entspann dich. Sei eine Frau. Nicht zu viel Frau. Mach Karriere. Sei eine Mutter. Hab Kinder. Hab noch mehr Kinder. Mach etwas aus dir. Mach etwas aus dir. Oh. Gründe ein Unternehmen. Sei zu Hause bei deinen Kindern. Es gibt immer etwas, von dem uns jemand sagt, dass wir es falsch machen oder nicht gut genug sind. Erwartung anderer wird es immer geben. Scheiß drauf. Es ist Zeit, in deine liebsten High Heels oder bequemsten Sneakers zu schlüpfen und an den Leuten vorbeizulaufen, die dir sagen, dass du etwas sein sollst, was du nicht bist. 83% der Frauen kämpfen mit Schuldgefühlen. Das bedeutet, dass es jeden Tag Frauen gibt, die das Gefühl haben, nicht das Richtige zu tun, nicht gut genug zu sein oder den Erwartungen nicht gerecht zu werden, was und wie eine Frau zu sein hat. Scheiß auch darauf. Wir sind Goodiebox und wir sagen, es ist Zeit. Zeit, dich davon zu verabschieden, es jedem und allem recht zu machen. Zeit, dich von den Erwartungen der Gesellschaft zu verabschieden. Zeit, dich nicht mehr schuldig zu fühlen, wenn du das tust, was dir gut tut. Es ist Zeit, sorry, not sorry zu sein. Wow, ne? Also hier geht die Party ab, das sage ich euch. Und das geht mir jetzt auch gerade wirklich ins Herz rein. Mitten rein. Okay, und jetzt kommen wir so langsam zu dem Seidenpapier. Das ist irgendwie alles so, ne? Ganz schön viel hier. Geht richtig ab. Ich mache den Klebig hier mal auf. Und da haben wir dann wohl die Pflegeprodukte drin. Ja, die Box besteht hauptsächlich aus Pflegeprodukten. Und das dürften auch Produkte sein, die mir bekannt sind. Oh. Zum einen, das habe ich glaube ich auch schon aufgebraucht, Rescue Me Leave-In Conditioner mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Antioxidantien. Das sind 300 ml und das ist richtig gut. Den habe ich als Leave-In Conditioner nach dem Haarewaschen verwendet von Lavish Care ist das wohl. Und ich mochte den. Der war toll, hat mir gut gefallen, ist richtig viel Produkt drin. Am Anfang ein bisschen schwer und am Ende ließ sich der Pumper etwas schwer bedienen, wenn ich ehrlich sein darf. Aber an und für sich ist das Produkt, was da drin ist, richtig gut und hat meinen Haaren auch gut gefallen. Dekorative Kosmetik haben wir hier drin. Den Silky Kiss Lip Gloss. Meine Herren, wir haben hier ganz schön viel dekorative Kosmetik drin, die auch direkt in mein Full Face Beauty Box mit einziehen wird. Das ist von Pass ein Silky Lip Gloss. Und das ist eine wirklich schöne Farbe, mag ich gerne leiden. Das ist ein tolles Tönchen und das müsste ich ja auch schon da haben, weil ich die Box ja schon doch eine Weile hier bei mir zu Hause beheimaten darf, sage ich mal. Also mega. Und schöne natürlich, also passt jetzt auch voll zu meinem Look, ne? Cool. Und dann haben wir hier drin, also eine geile Welcome Box, muss ich wirklich sagen, von Hugon oder Huygens, nein, Hugon, ne? Le Gommage pour le Corps, das ist ein Körperpeeling, Bonheur, Happiness. Und hier haben wir drin 100 ml, dürfte auch eine Originalgröße sein. Also wahnsinnig cool, was das hier für eine Vielfalt ist, ne? Dekorative Kosmetik, was fürs Gesicht, was für den Körper, was für die Haare. Und dann haben wir hier noch eine AHA und BHA Glow Cleanser Geschichte von The Cure drin. Hier haben wir 20 ml enthalten. Kannst du morgens und abends verwenden, um dein Gesicht zu reinigen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Eben durch diese Fruchtsäure und das BHA wird natürlich so ein leichtes Peeling auch gemacht. Ne? Also da würde ich empfehlen, das vielleicht nicht jeden Tag zu verwenden. Gerade wenn man, wie ich, sensible Haut hat, würde ich das ein bis zweimal pro Woche verwenden. Ne? Ansonsten hätte ich ein bisschen
Respekt davor. Aber cool. Also den müsste ich auch noch da haben, habe ich noch nicht verwendet. Auch das habe ich schon verwendet, habe ich schon aufgebraucht quasi von Nire. Das ist so ein Prep-Tool fürs Gesicht. Ist jetzt hier noch original verpackt. Also das ist so ein Tool, da steckt man hier hinten die Finger rein, kann das dann an diesem Prümpel festhalten und hier vorne sind Gumminoppen dran. Und damit kann man diesen Glow Cleanser auch richtig schön ins Gesicht einarbeiten. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich bevorzuge einfach mein mechanisches Produkt, was ich habe, mein PMD Rose Quartz Roller. Der ist einfach ständig bei mir in Anwendung für Serum einarbeiten, für alles Mögliche, ne? Maskenserien einarbeiten, wenn ich meine Tuchmasken drauf hatte, für Gesichtreinigung und so weiter. Deswegen geht auch das demnächst mal weiter. Aber ich habe es ausprobiert und fand das sehr angenehm. Ne? Das ist tatsächlich schön. Und das finde ich mal richtig cool. Die habe ich auch schon mal verwendet von Mask Me Up, die Heal Mask. Es ist jetzt wieder so die Zeit, ne, wo ich meine bequemen Schuhe in Anführungsstrichen nicht unbedingt mehr ständig trage. Also ich trage sehr viel jetzt Stiefel und tatsächlich auch mit Absatz, auch wenn ich 1,73 groß bin. Ich bin keine kleine Frau und wenn ich dann noch meine Absatzschuhe anhabe, ne? Ich lieb's, aber dann bin ich vielleicht ansatzweise so groß wie meine Eltern, die 1,85 und fast 2 Meter sind. Also von daher passt das schon. Und und da kann einem das natürlich passieren, dass einem dann hinten die Hacken auch mal wehtun, wenn man den ganzen Tag nur in hohen Hacken rumläuft. Und da kommen die ganz gut an für 20 Minuten oder für über Nacht lässt du die drauf. Ich hatte das versucht über Nacht, aber ich bin kein Sockenmensch über Nacht, ne? Weil da sollte man schon dann auch Socken drüber anziehen. Mag ich nicht so gerne. Aber für so lange, wie es geht, auf den Hacken zu lassen, sehr angenehm. Macht das auch alles schön geschmeidig und fand ich auch ganz cool mal zu verwenden. Und das war jetzt die Welcome-Box, die ich wirklich schön finde. Also schreibt mir auch gleich gerne mal, nachdem ihr auch die September-Box gesehen habt, in die Kommentare, ob ihr das cool findet mit dieser Idee, dass es diese Welcome-Box gibt. Oder dass ihr sagt, nee, also eigentlich möchte ich schon dann lieber die Monatsbox haben, die ich dann auch zum Beispiel bei einer Freundin gesehen habe oder in einem YouTube-Video gesehen habe. Ne? Das wäre auch mal ganz interessant, weil das würde ich dann auch super gerne an das Goodiebox-Team weitergeben. So als Feedback von der Crew. Ne? Das wäre ganz cool. So, jetzt kommen wir zur September-Box und die ist in einem schönen Senfgelbton dieses Mal. Ja, weiß nicht, so super schön finde ich die Farbe jetzt nicht, aber sie passt zum Herbst, ne? Kann man nicht anders sagen. Und dann schauen wir doch mal rein. Huch, auch hier haben wir die Informationen über den Adventskalender. Da haben wir uns eben schon beschäftigt. Wie gesagt, ist eben schon im i verlinkt gewesen. Und wow. Da haben wir ein geiles Seidenpapier. Also das schreibt gerade wirklich, hallo, ich bin eine Baumrinde. Ne? Das finde ich cool. Und hier haben wir die The Non-Apology Box. Also, dass du dich einfach nicht entschuldigen musst. Es ist Zeit für eine Entschuldigung. Genau genommen ist es eine Non-Apology. Fakt ist, dass 83%... Hä? Das hatten wir doch eben schon. Aber egal. Fakt ist, 83% der Frauen kämpfen mit Schuldgefühlen. Dafür, dass wir uns selbst zur Priorität machen. Oder dafür, dass wir den unmöglichen Erwartungen nicht gerecht werden, was und wie eine Frau zu sein hat. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit unserer neuen Non-Apology-Kampagne wollen wir all euch einzigartigen Frauen mitteilen, dass ihr euch für absolut nichts zu entschuldigen habt. Fühl dich nicht schuldig, nicht die perfekte Freundin zu sein, die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau, die perfekte Kollegin. Fühl dich nicht schuldig, nicht genug Zeit mit deinen Kindern zu verbringen oder zu viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Es ist Zeit, dich davon zu verabschieden, es jedem und allem gerecht zu machen. Es ist Zeit, sorry, not sorry zu sein und dich nicht mehr schuldig zu fühlen für die Dinge, die sich gut anfühlen, dein Goodiebox-Team. Oder dass man seinen Job gekündigt hat und eigentlich noch keinen neuen hat, ne? Ja, okay, ja, das ist ein bisschen, passt für mich hier irgendwie gefühlt die ganze Zeit voll auf mein Leben, was da immer so drin steht, ne? Das ist immer sehr tiefgründig hier. Okay, dann machen wir hier mal das Seidenpapier auf. Und gucken mal rein, was uns dann die Box zu bieten hat, zu allerersten HelloFresh-Gutschein. HelloFresh-Kunde sind wir schon. Wir haben die, mein Freund hat die irgendwann mal abonniert, weil er das total klasse fand. Huch, jetzt gerade steht er auch in der Küche und kocht ein Gericht für morgen und übermorgen. Irgendeinen geilen Eintopf und für heute gab es irgendwie ein geiles Schweinefilet oder so, keine Ahnung. Hier oben habe ich euch mal verlinkt, als ich eine HelloFresh-Box ausgepackt habe. Das war noch relativ zu Anfang. Ich persönlich finde die ganz gut und kann die auch empfehlen. Und hier ist halt ein 55€ Rabattcode mit dabei. Falls ihr wirklich Interesse habt, die HelloFresh-Box zu abonnieren. Es gibt immer solche Gutscheincodes. Ich könnte euch natürlich auch so einen Freunde-Werben-Freunde-Code geben,
Das würde dann über meinen Freund laufen. Aber meistens ist es nicht mehr als diese 55 Euro oder 60 Euro hat man auch manchmal drin. Ne? Wird dann über 3 Monate aufgeteilt und dann abgezogen von dem, was man bezahlt. Hatten wir auch am Anfang. Und ja, hier haben wir dann den Inhalt in der Box. Und ich finde dieses Seidenpapier in Kombination mit diesem... Ah, das ist so schön. Meine Herren. Okay, als erstes habe ich hier einen kleinen Pinsel drin von Nire. Ich liebe die Pinsel von Nire und ich bin da total scharf drauf. Und das hier ist so ein Kabuki-Pinsel. Der ist aber hübsch. Ich mag nicht so gerne Kabuki-Pinsel, das ist jetzt so leider mein Problem, ne? Aber ich finde den sehr, sehr süß. Ich finde den auch hübsch und ich mag den gerne leiden. Ich mag das einfach gerne, diesen Stiel anzufassen und einfach einen großen Fluffelpinsel in meiner Hand zu haben und über mein Gesicht zu fluffeln. Schade. Ja gut. Aber der ist schön weich. Oh. Schwierig gerade, ne? Muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich den jetzt behalte oder nicht. Als nächstes habe ich hier etwas drin. Das wird safe bleiben. Oh mein Gott, Lavish Care Banana Shower Gel, 90% natürliche Inhaltsstoffe, 300 ml. Ich liebe Banane. Und Lavish Care hat mich ja mit diesem Rescue Me Leave-In schon so angefixt, keine Ahnung, erfreut. Und oh mein Gott, ja, wenn ich unter der Dusche stehe und mich fühle, als würde ich in einem Bananenbaum stehen, gerne, komm her. Finde ich klasse, das freut mich mega. Auch wenn das ein Oshifi ist, ne, aber da habe ich Bock drauf. Oh, Banane. Dann haben wir hier was drin und zwar ist das AM to PM Inbuild Sharpener. Inbuild Sharpener. Vegan, cruelty-free, retractable Eyeliner von Lottie London. Der kommt auf jeden Fall mit in mein Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Ist auch wohl so ein Braun und das finde ich nett. Espresso ist die Farbe, das passt natürlich auch voll helle. Ne? Ich liebe Kaffee und sowas. Okay, ich glaube in Schwarz hatte ich den schon mal, da fand ich den nicht so überragend. Ne? Aber jetzt habe ich den hier in so einem Espresso braun, dunkelbraun. Den werde ich mit euch zusammen ausprobieren. Live und in Farbe quasi. In einem Video. Gestern habe ich ja erst noch das andere abgedreht von August und das kommt dann für September mit rein. Dann habe ich hier was drin. Alto Belly. MET Cosmetics Diamond Heart Base Primer Illuminating Soft Focus. Ey, geile Marke. Hochpreisig. Und einfach mal ein Primer und einfach mal Illuminating. Da sage ich ganz laut, hallo, hier bin ich. Ich nehme dich gerne mit und pack dich in mein Fullface Beauty Boxen. Aldo Belly haben wir hier viel dekorative Kosmetik jetzt drin, ne? Finde ich geil. Das freut mich. Das wird mit euch zusammen ausprobiert. Vor allem so ein Full-Size-Vieh, ne? Wie viel ist denn da drin? Weiß ich nicht. 35 Milliliter. Krass geil. Ja, ich liebe Glow. Ich mag das voll gerne. Okay, und jetzt habe ich hier das letzte Produkt drin. Das, ey, scheint ein Parfum zu sein. Nein. Was ist das denn? Das ist so eingepackt. Core Volatils Encapsulated Sun. Hä? Da ist Sonne drin? Okay, so ein Sprüher. Ich habe jetzt eben erst ein anderes Parfum aufgelegt und das riecht sehr, sehr intensiv. Deswegen kann ich das leider nicht noch drüber machen. Was ist das? Sommer auf Abruf? Yes, please. Mit dem Encapsulated Sun Parfum kommst du das ganze Jahr über in den Genuss Sommerfeeling Ahoy. Die faszinierenden Duftnoten aus Kokosnuss, Feige, weißen, berauschenden Blumen, Vanille und Amberfacetten versetzen dich augenblicklich in all deine glücklichen Sommermomente zurück. Oh, schön. Für extra Langhalt, trag es auf die Innenseite deiner Handgelenke, hinter deine Ohren oder auf dein Dekolleté auf. So reagiert es mit deiner Körperwärme und umgibt dich kontinuierlich mit dem unwiderstehlichen Duft. Ist das geil? Ist das geil? 30 ml kosten 70 Euro und wir haben hier 10 ml drin. Hammer! Also das finde ich klasse. Ich liebe sowas. Oh mein Gott, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so einen Alien-Dupe quasi gerade drauf. Ich rieche gerade sehr intensiv nach Jasmin und Kram. Deswegen kann ich das erst in den Full-Face-Beauty-Boxen ausprobieren. Hammer. Also ich bin von dieser Box auch sehr, sehr angetan. Ganz ehrlich, ich finde sowohl die September-Box als auch die Welcome-Box richtig geil vom Inhalt her. Und ich wüsste persönlich nicht, welche ich jetzt geiler finden würde. Ich habe euch ja auch eben schon gefragt, dass ihr mir einfach in die Kommentare mal reinschreibt, was ihr cooler gefunden hättet. Ne? Entweder die September-Box zu bekommen oder die Welcome-Box. Lasst es mich gerne wissen. Und das war's jetzt hier von mir. Hammer. Also danke, liebes Goodiebox-Team, dass ihr mir beide Boxen zugeschickt habt, damit ich sie vorstellen kann. Hammer Produkte. Echt krasse Auswahl.
Danke, dass ich auch immer wieder auf diese Reise mitgenommen werde für diese Herzensgeschichte. Ne? Es ist alles spektakulär gerade bei mir und deswegen freue ich mich jeden Monat extrem auf die Goodiebox tatsächlich. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!